Und willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Wir hatten letztens ein Ei bekommen und leider ist mir das Offscreen geschlüpft zu einem Vulnera. Ja, ich habe wirklich gedacht, da würde ein Togepi rausschlüpfen, aber das war dann anscheinend nur in Platin so. Ja, ist ein bisschen blöd, dass das Offscreen passiert ist, aber ich habe es voll vergessen, dass ich das im Team hatte und ja. Ist auf jeden Fall kein Teammitglied, kann ich euch jetzt schon sagen. Deshalb kommst du in den schönen zweiten nostalgischen Hintergrund hinein. So. Außerdem hoffe ich, dass wir Tricky heute entwickeln können. Tricky gehend ausgiebig. Ja, bin schon bereit dafür. Und ich habe euch ja hier diesen Ort hier mal gezeigt. Mit diesen ganzen Stellen, wo man runter springen kann. Und da oben ist irgendein Höhleneingang. So, und ich wusste wirklich nicht mehr, wie das ging. Im Original wusste ich es, aber es ist schon so lange her. Deshalb habe ich es vergessen. Und das ist sowieso kein wichtiger Ort gewesen. Deshalb habe ich ihn irgendwie vergessen. Eigentlich wollten wir hier oben heute weitermachen. Aber ich habe herausgefunden, wie man da rankommt. Und zwar kann man ja einfach lang. Man kann ja einfach lang. Das ist ein bisschen böse zu sehen, aber es funktioniert. Ich versuche jetzt erstmal zum Haus zu kommen. Ich hab's falsch, oder? Ja. Aber ein Haus habe ich erreicht. Zwei anscheinend. Habe ich auch nicht gesehen. Lass uns mal schauen, was die alles für uns haben. Mein Sohn liebt die Ruinen, die hier ganz in der Nähe liegen, über alles. Wärst du so lieb, ihm die Pokémon zu zeigen, die dort leben? Wo lebt denn dein Sohn? Hier oben? Oder wo? Wir haben ein bisschen Probleme. Wir werden heute auf jeden Fall noch hier oben weitermachen. Doch ich möchte erstmal diese Folge anfangen, indem wir die Ruinen erkunden. Die sind nämlich nach rechts, wie sie schon gesagt hat. Das Wesen deines Pokémon ist also kauzig, stimmt's? Wusstest du, dass das Wesen eines Pokémon bestimmt, wie es heranwächst? Ja, ich weiß. Ist aber nicht wirklich wichtig, finde ich. Diese Gegend war seit Urzeiten von zahlreichen Pokémon bevölkert. Es soll hier sogar weitläufiges Waldland und vieles mehr gegeben haben. Mhm. Ja, war ja mal eine Straße hier. Die wir mal gesagt haben. So, aber jetzt. Nach ganz rechts, denke ich. Und dann kommen wir dorthin. Heißt. Hier. Ich bin ziemlich sicher. Ja. Hier einfach lang. Und erkunden wir uns mal ein bisschen die Trostruinen. Gehen wir erstmal hier direkt runter. Das Problem an diesen Ruinen ist, das ist ein komplettes Labyrinth. Geh mal hierher. Kann ich Sticker drücken, habe ich vergessen. So. Doom, doom. Was ich auch nie wusste, was ich auch Oscar erfahren habe, wenn man mehrmals reindrückt, dann kannst du schneller durchskippen. Genau das wollte ich nämlich haben. Hier ist nichts, okay. Was steht denn da? Das ist Inkognito-Schrift. Open. Re. Nee. Rechts. Also das zweite Wort ist rechts, aber das erste? O-N. Oh. Oben. Achso, oben rechts. Ach. Oben rechts. Oh, jetzt muss ich das alles merken. Oben rechts. Unten links. Oben rechts. Oben links. Oben links. Unten links. Wisst ihr was? Ich mache einfach alles. Ich gehe einfach überall lang. Weil hier sind überall diese Steine. Oh, aber anscheinend sind da aber nie Items. Okay. Okay, lass uns nochmal merken. Oben rechts, unten links. Oben rechts, oben links. Oben links, unten links. Okay, ich versuch's zu merken. Wie soll ich's mir bitte merken, wenn die Trainer sind? Bist du kein Trainer? Irgendetwas ist seltsam an diesen Ruinen. Doch gerade deshalb komme ich so gerne her. Schau nachher mal bei mir zu Hause vorbei. Dann gebe ich dir eine Ballkapsel. Die kannst du dann mit Zickern verzieren. Okay. Also oben rechts. Hm? Oder war das schon oben rechts hier? Dann unten links. Hier sind wirklich Trainer, oder? Ja. Wie soll man sich das denn merken? Hier wimmelt es nur so von Inkognito. Das muss einen Grund haben. Aber mir will partout keiner einfallen. Ah, vielleicht lindert ja ein Kampf meinen Frust. Ja, gegen mich zu kämpfen, das lindert natürlich jeden Frust. Natürlich. Klaro, varo. Ruinen-Maniac.
mit einem kleinen Stein nicht mal entwickelt. Wie willst du dich denn bitte verteidigen mit einem kleinen Stein? Was ist, wenn ich irgendwas Krasses angreife? Was machst du dann? Dein Kleinstein wird dich ja auch nicht helfen können. Leider hat er jetzt Pokémon, die meinen Magpie nicht so einfach klein kriegt. Egal, kriegen ja trotzdem alle sehr viele Erfahrungspunkte. Aber wäre besser, wenn er die meisten bekommen würde. Aber so schlimm ist das jetzt auch nicht. Ich kann euch übrigens sagen, dass wir für eine lange Zeit bei 4 Pokémon bleiben werden, weil ich habe 4 Pokémon, die kann ich jetzt auch noch erstmal trainieren. Und das ist ziemlich gut. Mehr brauche ich nicht. Momentan zumindest. Je nachdem, vielleicht brauchen wir später ein bisschen mehr. Aber mehr, nicht mehr Reichweite, sondern mehr, verschiedene Typen auf jeden Fall haben wollen. Bestimmt irgendwann später, aber jetzt nicht. Jetzt habe ich eigentlich genug. Vielleicht für später wäre es ganz nützlich, aber jetzt brauche ich keins. Ich bin mit meinen 4 Teammitgliedern zufrieden. Und ich hoffe, die sind noch zufrieden mit mir. Danke fürs Zuhören. Keine Ahnung, was das gerade sollte. Bronzel. Das ist erst das zweite Mal, dass wir das sehen, oder? Vielleicht sogar das erste Mal im Kampf? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, das wäre sogar ein gutes Pokémon jetzt gewesen für Magpie. Ah, hat es eine... Was hat das denn für Attacken? Gegenstoß. Oh. Ich meine, Bronzel ist Psychostahl. Müsste so sein. Das hat gereicht. Achso, weil ein Crit. Na gut. Das war ein Crit, deshalb hat das reicht. Oh yeah. Der Rolf. Jetzt, wo ich verloren habe, bin ich erst recht frustriert. Hättest du nicht gegen mich antreten dürfen. Ich gebe auf, ich werde mir nicht länger den Kopf über die Bedeutung dieses Ortes zerbrechen. Besser ist es. Besser ist es. Ich weiß es nicht mehr. Ich gehe einfach nur noch irgendwo lang. Ich hab's vergessen. Nein. Unten rechts nochmal? Nein. Ich hab's wieder vergessen. Hier war's richtig. Oh, wildes Pokémon. Mist. Ein Inkognito. Mit dem Buchstaben N. Ich meine, es ist ein N oder ein Z. Aber wahrscheinlich eher ein N, oder? Ich glaube, es ist ein N. Wenn es so schräg geht, dann sieht es aus wie ein Z, aber ich glaube, es soll ein N sein. Oh, wir sind richtig! Freundschaft! Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. Warum Full Caps? Warum nicht die Konditorschrift? Oh, 4 Items. Ein bisschen Geld? Ein Sonderbonbon? Eine Hirntafel? Was auch immer das ist? Oh, hier steht was geschrieben. In dieser Tafel steckt die Kraft besiegter Giganten. Aha. Ein Gefäß voll Schrägrauch? Das finde ich aber ziemlich schräg. Oh nein, jetzt muss ich den Ausgang finden. Habe ich nicht ein Fluchtseil? Bitte sagt mir, ich habe ein Fluchtseil. Ja! Raus hier! Ich schwebe, Mama! Wie ist so eine Luftschwebe. Und wir sind wieder draußen. Das war ein kurzer Einblick in diese Ruine. Die ist halt wirklich nur für ein paar Bonus-Items da. Und hat einen kleinen Vorgeschmack hinterlassen, wie es in der Zukunft aussehen wird mit diesem Spiel. Aber ich möchte noch nicht spoilern, weil das wäre gemein. Ich bin nicht gemein. Nur manchmal. Aber nicht wirklich. Hi. Ich werde so lange weiterlaufen, bis der Weg irgendwann ein Ende findet. Okay. Ich höre auf mit dem Fahrrad. Wo geht's eigentlich lang? Oh, hier geht's nicht lang. Dann werde ich hier wohl richtig sein. Ich ruhe mich hier ein wenig aus. Wäre ich ein Vogel-Pokémon, würde ich jetzt die Attacke Ruheort einsetzen. Haha. Solltest du hier übrigens auch eine Verschnaufpause gönnen. Tim. Ist es sogar Ruhepause? Ist es ein Ruheort?
Wenn sie ohne Rast weiterfliegen müssten, würden Vogel-Pokémon irgendwann völlig erschöpft zu Boden fallen. Wahrscheinlich heißt es ja, oder? Ja, es ist Ruheort. Leider kann das niemand erlernen, aber ist ja eigentlich verständlich, dass es niemand erlernen kann, aber... ja, wir haben noch ein paar andere Terms bekommen. Aber die bringen nicht wirklich was für irgendwen. Nee. Lassen wir's. Und weil ich immer sage, das ist der falsche Weg, das ist für mich der richtige Weg. Damit meine ich eigentlich nur, dass ich gerne mal die Wege lang gehe, wo man nicht weiterkommt im Spiel. Weil die sind ja auch aus einem Grund da, meistens um ein paar Goodies zu verstecken. Wenn mein Pokémon mir bei der Arbeit hilft, kann ich sogar ein bisschen faulenzen. Wir zeigen dir, wie tief das Band zwischen Vater und Tochter ist. Das hat wahrscheinlich sie gesagt. Ups. Ja, man weiß ja nicht, wer was sagt von den beiden. Das wusste ich jetzt nicht. Beide nur ein Pokémon. Was denn bitte? Doro und Max. Oder Max. Kann ja auch ein weiblicher Name sein. Aber bei Max muss ich immer an einen männlichen Namen denken. Aber es gibt auch weibliche Namen mit Max. Charmian und Skunkapoo. Sehr cool. Das eine gibt es nur dort und das andere nur dort. Also zwei Exclusive-Pokémon hier. Ich meine, man kriegt Charmian nur in Perl und Skunkapoo nur in Diamant. Also zumindest ist es jetzt hier im Remake so. Ich weiß nicht, wie es damals war, aber so ist es hundertprozentig hier. Und das ist ziemlich cool, dass wir den Kampf haben, wo man beide sieht. Ist auch wichtig für den Pokédex. Oh, Mogelieb. Ich kann nichts machen. Ha! Das hast du davon! Wenn du mich auf Smarten versuchst. Tja. Du möchtest so ein bisschen abgekühlt werden? Ja, ich kann dir dabei helfen. Aquaknarre! So, ich heile mich dadurch schön. Sehr nice. Ups, sorry. Kurz an mein Mikro gekommen. Aha, du hast auch die Verbrennung. Das ist schon eine gute Fähigkeit. Mit Flammenkörper. Ist zwar ein bisschen basic, aber I like it. Das reicht nicht. Ne. Eine Runde muss wohl noch sein. Dann machen wir es schnell und schmerzlos. Let's go. Also ich muss wirklich sagen, Musik ist echt schön. Wie gesagt, nicht besser als die von Platin, also aus Original meine ich natürlich. Trotzdem schön. Trotzdem schön. Yes, Traunfugil, neues Level up. Sehr schön. Deshalb habe ich es auch auf erster Stelle. Selbst mit vereinten Kräften konnten wir dich nicht besiegen. Nö. Ist mir leid, Papa, aber morgen werde ich mich bei der Arbeit mehr anstrengen. Das Band zwischen dir und deinem Team endet wohl dem zwischen mir und meiner Tochter. Ja? Meinst du? Oh, sie meint's ernst. Ich bin als Pokémon-Züchterin noch grün hinter den Ohren, aber ich werde mein Bestes geben. Ja? Dann gib mal dein Bestes mit deinen 6 Pokémon, die du hast bestimmt. Ne, 3. Okay, gut. Amanda. Dem diesem Stern in den Augen. Oh, Pi! Oh, ein kleines Pi. Da muss wohl jemand auf Toilette. Hier, helfen wir dir. Brrde. Diese beiden Irrlichter. Zeigen dir schon den Weg. Ciao. Oh, jetzt kommt die Weiterentwicklung. Pipi! Pipi! Also, wenn Leute sagen, ja, Pikachu ist das einzige Pokémon, was seinen Namen sagt, Pipi, am I a joke to you? Er sagt das schon seit Gen 6, glaube ich. Ich meine, damals hat es auch schon so Anspielungen gemacht, seinen Namen zu sagen, aber es war dieses, kann man nicht so ganz gut hören, aber. Vonera! Ja, das haben wir ja gebrüht. Oh, aber gegen Vonera kann ich nichts machen. Oh, ich hoffe, es hat nichts gegen meinen Tricky, weil sonst ist Tricky leider... Oh, und das wäre nicht so gut. Das wäre nicht so gut, wenn er gleich K.O. wäre. Nein, ich sollte stimmen, das könnte Schaden machen. Nein, tut's aber nicht. Da hatte ich nochmal Glück gehabt. Und jetzt hast du auf die
aufs Mull verdient. Bam. Ciao. Zwei Baby-Pokémon gegeneinander. Doch das flämmrige Feuer-Pokémon-Baby hat gewonnen und kriegt ein Level-Up und wieder Feuerschlag. Ja, das ist ein richtig guter Schlag. Richtig gute Attacke. Ein feuriger Schlag, der dem Ziel eventuell Verbrennungen zufügt. Es ist einfach Flammenrad und besser. Es ist einfach Flammenrad und besser. Wer will dazu Nein sagen? Macht nichts. Ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung. Ja. Vielleicht mal ein bisschen entwickeln. Dann ist besser. Wenn ein Bummel richtig aufzieht? Mit ganz viel Zuneigung nicht? Vielleicht. Magpi? Oh, hi. Tricky spielt am Boden herum. Cool. Die Enten verschwenden den Weg und machen keinerlei Anstalten, sich zu bewegen. Zum einen, warum? Und zum anderen, warum haben die Asymmetrität von damals beibehalten? Dass das eine Enton weiter hinten war. Ich habe es immer gehasst. Weil es so asymmetrisch ist und sie haben es beibehalten. Ah, das ist weh. Weg hier. Was ist das für ein Gebäude? Kaffee, frisch und gesund. Die beste Milch der Welt. Ja, oh mein Gott, Kumo-Milch. Ich will Kumo-Milch. Magpi kommt nicht rein. Keine Babys in die Bar. Geht nicht. Sag Gruß, Reisender. Manche unserer Kunden sind recht hausmütig und wollen ohne Unterlass kämpfen. Doch lass dich du nicht zwingen und genieße deinen Aufenthalt hier. Okay. Hey, hast du die ganzen Enten da draußen gesehen? Das sind Pokémon, die von chronischen Kopfschmerzen plagt werden. Ich fürchte, wir müssen abwarten, bis es ihnen wieder besser geht. Hat jemand eine Kopfschmerztablette? Nein? Ach, Mist. Wir hatten eine hitzige Debatte über Pokémon. Da kommt unter uns Sammlern häufig vor. Ja, kann ich mir so gut vorstellen. Was sammelst du denn für Pokémon? Oh, Pantymos? Das ist deine Mutter. Machen wir fertig. Krasser Hintergrund im Gebäude, auf jeden Fall. Ah, okay, gut. Ich war mir gerade nicht sicher, ob es genau andersrum war oder so rum. Ich muss halt überlegen, war Geist gegen Psycho oder Psycho gegen Geist? Also, okay, ich hatte aber richtig rum. Okay, gut. Check rein, Level 30! Woo! Und, nochmal deine Mutter? Okay, kein Problem. Hast du die kurz Beleber eingesetzt? Okay. Ja, Traunfliege ist einfach ein geiles Pokémon. Can't touch me. Wie bereits gesagt, das ist einfach das Can't touch me Pokémon. Sie können mich nicht anfassen. Level 26. Ja, und zum dritten Mal. Deine Mutter. Ja, Pokémon-Sammler. Sammle aber nur das exakt gleiche Pokémon die ganze Zeit. Was anderes sammeln. Immer wieder das gleiche sammeln. So langweilig. Will man nicht von einem Thema verschiedene Sachen haben? Nicht immer das gleiche? Na, oh, schade, kein Level. Na ja, egal. Wissen allein ist noch kein Garant für den Sieg. Nope. An Wissen übertreffe ich alle anderen Sammler. Außerdem habe ich seltene Pokémon. Allerdings macht das noch lange keinen guten Kämpfer aus mir. Nope. Ich bin ein Pokémon-Sammler und als solcher sehr stolz auf mein Wissen. Möchtest du, dass ich dein Wissen mal auf die Probe stelle? Warum dreht er sich dann wieder um, wenn wir kämpfen? Guck zu mir! Ich bin hübsch, glaube ich. Mogelbaum. Das Geile am Mogelbaum ist, man würde denken, wenn man ihn betrachtet, dass er sich gar nicht bewegt. Aber, achte mal ganz genau, er bewegt sich ein klein wenig. Tatsächlich bewegt sich ein Mogelbaum ein ganz klein wenig. Das sind so coole Details, dass sie nicht einfach nur static sind, weil sie static sein sollten, sondern er atmet auch. Ups. Wieder mit dem Mikro gekommen. Er atmet auch. Und das finde ich ziemlich cool. Offenbar geht irgendwas schief. Schief. Aber er geht mogeln. Oh nein. Was hat er vor? Rückentzug. Dumm. Ich kann nicht mehr fliehen. Ist es wie Horrorblick? Kann das sein, dass Rückentzug einfach Horrorblick ist? Ich habe Rückentzug noch nie eingesetzt. Deshalb weiß ich es nicht. Oh, da kippt's rum. Oh. Ihm gefallen. Und Tails erreicht ein Level Up.
Und natürlich hat er 3 Rambo gebaut. Warum wundert mich das überhaupt noch? Nein, komm einfach weg mit dir. Ja! One Hit! Das will ich sehen! Genau so will ich sehen hier! Na, das ist wirklich noch ein drittes Mogelbaum. Wie langweilig ist bitte dieses Café? Da warnt mich einer. Oh nein, ich sollte mir den Spaß nicht verderben, weil hier so rübelst krasse Trainer sind, die mich verfetzen können. 3 Pantymos und 3 Mogelbaum. Naja. Naja. Nicht wirklich kreativ, aber die XP nehme ich mit. Du kannst eine beträchtliche Menge an Wissen vorweisen. Du nicht. Ich mag keine Leute, die mehr wissen als ich. Geh weg! Okay. Willkommen! Dieses Pokémon hier ist mein ganzer Stolz. Oh. Oh, oh, oh. Die will auch noch kämpfen, das wusste ich nicht. Was hat sie denn? Was hat sie denn? Ein... Pipi! Hast du keinen Mondstein? Kannst du es nicht entwickeln? Naja. Weitere Erfahrungspunkte vom... Ah, es reicht nicht, weil es so hoch gelevelt ist. Oh nein, nicht Charm. Aber ist es nicht weiblich? Ich habe gerade geguckt, aber ich meine, es war weiblich, oder? Ja. Hm. Oder verwechsel ich wieder die Attacke? Ach, egal. Du bist weg. Also ist es irgendwie so egal. Und noch ein Level Up. Ja, ist ganz gut, dass Traun für die Level Ups bekommt, aber die anderen sollen auch ein bisschen mehr. Vor allem Tricky. Ach, auf Niederlagen reagiere ich mit einem breiten Grinsen. Ja, sieht man ja. Hallo? Nach einem Kampf gibt es nichts Besseres als einen Schluck leckere Kumomilch. Das löscht den Durst. Los, auf einen Zug. Ja, komm. Willkommen im Café, was darf sein? Wobei, eigentlich ist es egal, was du gerne hättest. Wir servieren hier eh nur Kumomilch. Eine Flasche kostet übrigens 500 Pokédollar. Na, möchtest du eine? Oh yeah! Eine Flasche Kumomilch. Cool. Komm. Niemand versteht meine Jokes. Aber trotzdem war das ziemlich nice. Ist hier noch irgendwas? Ein Item oder so? Muss mal sehen. Tick, 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 tick. Oh, ja. Tick, tick. Hier? Nicht da. Du stehst im Weg. Ja, du gibst dein Bestes. Das ist sehr nett. Aber... Du stehst im Weg! Hä? Das Spiel hing kurz. Deutsch. Das Spiel hing kurz, aus irgendeinem Grund. Ist denn ein Item? Aber da steht doch... Doch hier! Hier links, im Gras? Tatsache! Mittendrin im Gras stolper ich da die ganze Zeit beim Superbau und mir merke es nicht mal. Na, jetzt hab ich's. Alice's und Trost du. Ach, dann sind wir ja schon bald da. Nee, Moment, das ist ein anderer Ort. Wir wollen nach Schleiede und nicht nach Elysees. Naja, das ist der einzige Weg hier, den ich finden kann. Und oh Gott, es regnet ganz viel. Ich weiß nicht, ob das heute noch was wird mit dir, Magby. Trotzdem werde ich nicht Kosten und Mühen scheuen, um mich trotzdem irgendwie zu entwickeln. Ich bin Schatzsucher und heute ist meine Beute ein Sieg gegen dich. Ach, manche Trainer haben echt zu viele Hoffnungen. Der Gengo. Wie willst du mich denn besiegen? Du hast zum einen nur die Hälfte der Pokémon und zum anderen... Meine Pokémon sind zum Großteil entwickelt. Du hast noch einen Bronze. Vielleicht eine... Okay, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, entwickelt, aber... Komm schon. Nur ein Bronze. Merken wir dir ab. Na, gib mir doch nicht so viel. Schilterus. Ich meine, da kann ich Tails einsetzen. Schilterus war... Boden auf jeden Fall, oder? Ach, das ist die Vorentwicklung. Ich dachte schon, da kommt die Weiterentwicklung. Was? Tails würde gerne mit dir spielen? Oh. Ach, Tails, ich kann dich ja bald wieder aus dem Ball lassen. Und dann können wir spielen. So viel wir wollen. Ja, Robustheit. War mir schon klar, dass es das Ding hat. Ich wollte nur schon mal ein bisschen Damage machen. Oh, Body Check, es killt sich selbst. Für den bisschen Schaden. Wenn es dir das wert war. Ich habe sowieso
Ich meine, ich hatte Tränke, oder habe ich nicht eingekauft? Selbst wenn. Ich krieg das hin. Ich kann nicht gewinnen, du bist einfach eine Nummer zu groß. Jupp. Richtig. Wenn man nach Schätzen sucht, sollte man das wohl besser unter der Erde, Erde tun. Ja, wäre wohl eine bessere Idee, als gegen eine 10-Jährige zu verlieren. Zwischendurch gehe ich auch mal langsamer oder lege eine Pause ein. Schließlich bin ich ja auch nur ein Mensch. Ja, es gibt bestimmt Pokémon, die durch und durch arbeiten können, aber wir Menschen können das nicht immer. Gegenstoß eignet sich ideal, um Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Doch bitte nur im Pokémon-Kampf, nicht im wirklichen Leben. Sonst würde man sich ja laufend streiten und bekämpfen. Er hat recht. Er hat recht. Setze diese Attacke ein, nachdem der Gegner zum Zug gekommen ist, verdoppelt sich ihre Stärke. Ja, sehr coole Attacke. Aber die meisten Pokémon können es auch einfach so erlernen. Bei denen, die Attacke Sinn macht, die können es auch einfach so erlernen. Von daher. Hier ist der Schalterbaum. Bedient sein wir mal. Unser geheimes 7. Teammitglied, Bediza. Und hier ist ein Gegner. Du behauptest, ich wäre eingedöst? Das habe ich nur vorgetäuscht. Ha, ja! Nein, habe ich nie behauptet, aber. Du hast eine Überraschung, ich habe dich gar nicht erwartet. Alfred. Ich finde es übrigens ein sehr geiles Detail, dass der Trainer nicht immer nur einen Pokéball hält. So wie damals, weil da gab es nur einen Sprite. Aber mein Traumfugil wurde ja mit einem Finsterball gefangen und deshalb hat mein Trainer gerade auch einen Finsterball in der Hand gehabt. Oh, Scanner, so eine unnötige Attacke. Ich hasse Schutzschild-Attacken. Ich finde die unnötig. Verschwenden einfach nur eine Runde. Was hast du davon? Klar, wenn du das mit einem Status-Effekt kombinierst, zum Beispiel mit Gift und Verbrennung, dann kann ich es verstehen. Aber sonst? So ein Bummel wie Mediti, kann es überhaupt irgend sowas? Vergiftung oder Verbrennung oder irgendwas? Nein. Deshalb finde ich das unnötig. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das halt persönlich ziemlich unnötig. Komm, check rein, du warst lange nicht mehr hier im Kampf. Du sollst auch mal hier wieder kämpfen. Was soll ich sagen? Ja, ich finde es auf jeden Fall ein sehr cooles Detail, dass man den Ball des Pokémon auf der ersten Stelle sieht. Sehr, sehr cool. Razor Blade! Das überlebt? Also ich hatte jetzt Mahalo nicht so gut in Erinnerung. Habe ich so ein bisschen unterschätzt. Mit diesen Rips. An seiner Brust. Bam, das ist aber weg. Oh, es liebt mich. Das ist doch schön. Ich finde, es ist ein bisschen aufgezwungen, dieses Feature. Das gab es schon damals. Also schon seit Gen 6 gibt es das. Seit Gen 6 in jedem Spiel gibt es diese Fähigkeit, dass Pokémon einen lieben können und dann was einstecken können. Und gerade noch so überleben, weil sie dich lieb haben und sowas. Ja, da kannst du schön heulen. Ich habe die Niederlage nur vorgetäuscht. Ja. Okay. Die Fausttafel versteckst du. Ist wahrscheinlich irgendwas für Kampf-Pokémon, oder? Das Urwesen erschuf zwei Geschöpfe für Raum und Zeit, die es in die Welt entsandte. Okay. Ja, also seit Gen 6 gibt es dieses Feature. Moment. Bewundere, wie sauber die Techniken meines Kampf-Pokémon sind. Aber dieses Feature war immer optional. Und leider ist es in diesem Spiel ein Muss. Es wird ein aufgezwungen. Und das ist das, was ich in diesem Spiel überhaupt nicht mag. Dass das halt aufgezwungen wird. Genauso wie der EP-Teiler. Ich mag das nicht. Das war in diesem Spiel dieses, deine Pokémon lieben dich und all das. Oh, ich kann es nicht mehr einsetzen. Dass es aufgezwungen wird. Tricky ist leider fast ein Date, deshalb. Ich hatte mal Tails. Ich fand es immer cool, dass man sich die Mühe erarbeitet hat, dass die Pokémon einen nur dann lieben, wenn du auch wirklich mit denen Zeit verbringst. Und hier, du brauchst die Pokémon anscheinend nicht mal raustun aus dem Pokéball und mit denen rumlaufen. Trotzdem lieben sie dich. Zumindest scheint es so. Und das hat schon wirklich ein bisschen OP. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Würdet ihr sagen, es ist gut, dass man dafür nichts machen muss, dass das jeder hat? Oder seid ihr meiner Meinung? Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer der Meinung ist, dass der EP-Teiler Zwang an sein sollte und das richtig ist. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwer meint. Du hast seine Attacken abstumpfen lassen.
Abstumpfen der Attacken. Wir müssen einfach härter trainieren. Jupp. Und was wir härter trainieren müssen, das, glaube ich, weißt du, Magby, oder? Deine Entwicklung. Wir müssen härter dafür trainieren. Vielleicht kriegen wir es dann in der nächsten Folge hin. Oder was meint ihr?